nochmal schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Katharina und ich freuen uns sehr, Ihnen heute ein bisschen was über die Situation in Lesbos, wie es bisher war vor allem, und auch den derzeitigen Stand berichten zu können. Also es ist ganz anders, als was der Herr Wintersteiner jetzt erzählt hat, aber ich bin sehr gespannt dann auf die Diskussion. Ja. Katharina und ich sind beides klinische Psychologinnen und waren mit Ärzte ohne Grenzen als Psychologinnen auf Einsatz. Die Katharina heuer von Jänner bis Juli und ich vor 2, 3 Jahren, 2018 auch für ein halbes Jahr. Ja, ich selber war schon auf mehreren anderen Einsätzen mit Ärzte ohne Grenzen, wo es um die Unterstützung von Geflüchteten ging. Ich muss aber sagen, ich habe noch nirgends, wirklich noch nirgends in Flüchtlingslagern in diesen Einsatzländern so entsetzliche und menschenunwürdige Zustände erlebt, wie damals auf Lesbos. Von den Lebensbedingungen her, wo die Menschen dort aushaben müssen, aber auch von ihrer psychischen Verfassung, die verursacht worden ist von diesen Lebensbedingungen. Es hat mich wirklich entsetzt, selbst im Irak, wo ich war, in der Nähe von Mosul, wo die Geflüchteten aus Mosul schwerst verwundet mit Brandwunden und von Scharfschützen beschossen worden sind. Die waren auch in einer besseren psychischen Verfassung, muss man dazu sagen. Ja. Hier sehen Sie jetzt ein Bild von dem Camp, wie es bis vor kurzem war. Das hat sich nun verändert. Genau vor einer Woche sowas ist dieses Camp in Moria abgebrannt. Und diese humanitäre Katastrophe war wirklich voraussehbar. Ursache dafür sind diese dramatische Eskalation von den jahrelangen unmenschlichen Zuständen, unter denen die Menschen dort leben mussten und die sich während der letzten Monate ja eigentlich wie in einem Horrorfilm gesteigert haben. Dazu muss man auch sagen, dass diese jahrelange katastrophale Flüchtlingssituation auf Lesbos auch eine immense Belastung für die Einheimischen, für die einheimische Bevölkerung dort war. Man muss sich vorstellen, 20.000 Flüchtlinge, mehr als 20 im Frühjahr, im Vergleich dazu Mytilini, was knapp da liegen, ein paar Kilometer weiter weg liegt. Das sind 36.000 Einwohner. Also wenn man das in Relation sieht, es war wirklich immens. Das war ein bisschen was. Ja. Auf Lesbos, danke Katharina, auf Lesbos betreibt Ärzte ohne Grenzen eine Klinik in Mytilini in der Hauptstadt für Überlebende von Folter und sexueller Gewalt und bietet medizinische Hilfe für Erwachsene und psychologische und psychiatrische Behandlung für die Patienten dort. Ich war während meines Einsatzes, hatte ich die Leitung über das psychologische und das psychiatrische Team. Vor Moria hat Ärzte ohne Grenzen eine pädiatrische, also eine Kinderklinik aufgebaut, 2018. Die medizinische Grundversorgung für Kinder bis 18 Jahren anbietet und auch psychologische Behandlung, auch medizinische Hilfe für Schwangere und Hilfe für Geflüchtete, die in Moria vergewaltigt worden sind. Und da hatte Katharina heuer während ihres Einsatzes die psychologische Leitung. Ja, das nächste. Das Camp Moria ist ein offizielles Aufnahmezentrum der EU. Das sind jetzt Bilder von 2018, muss ich dazu sagen.
Schaut aber noch schrecklicher ausgeschaut mit der Zeit. Mit all dem Stacheldrahtzaun herum und all der Polizei im Camp sah damals das Camp Moria sehr viel mehr aus wie ein Hochsicherheitsgefängnis. Polizei war tagsüber immer sehr zahlreich vertreten. Das hat oft die Folteropfer sehr traumatisiert, die einfach keine uniformierten Polizisten sehen konnten. Nachts waren sie sehr rar, wo sie wirklich gebraucht worden wären eigentlich, weil es zu vielen Überfällen und so weiter gekommen ist. Viele Geflüchtete harren auf Lesbos bereits seit 2, 3 Jahren aus. Das ist so, weil der Türkei-EU-Deal, also das Abkommen vom März 2016, als Konsequenz hat, dass Asylbewerber erst die Insel verlassen dürfen, wenn ihr Asylgesuch entschieden ist. Und das Problem ist, dass dieses dass dieses Asylverfahren sehr komplex, sehr kompliziert ist. Niemand von uns hat da jemals durchgeblickt. Rechtsvertretung ist sehr mangelhaft. Zeitweise werden die Asylbestimmungen verändert. Heuer im März hat dann Griechenland überhaupt das Asyl ausgesetzt, was illegal ist. Also das war ganz, ganz schwierig immer wieder für die Geflüchteten. Es liegt in der Verantwortung der EU-Aufnahmestaaten, Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen, die einen angemessenen Lebensstandard für Geflüchtete gewährleisten. Aber es haben weder die griechischen Behörden noch die dafür Verantwortlichen in der EU in all den Jahren geschafft, menschenwürdige Bedingungen zu schaffen und den Geflüchteten den dringend notwendigen Schutz auch zu gewähren. Und Verantwortliche von der EU nehme ich auch Österreich mit rein. Ja? Für mich ist ganz klar, dass Griechenland seit Jahren komplett überfordert ist, aus unterschiedlichsten Gründen. Und ja, es gibt sowas wie ein Subsidiaritätsprinzip, ist ein schwieriges Wort für mich. Aber das ist so wie bei einem Kredit, den man gemeinsam aufnimmt. Wenn jemand ausfällt, dann haften die anderen dafür. Ja? Also da ist Österreich auch nicht aus der Verantwortung zu nehmen. Was schon gesagt wurde, ursprünglich war es ein Militärstützpunkt, ausgerichtet auf ca. 2.500, 3.000 Personen. Im Frühjahr waren bereits 7.000 Menschen dort untergebracht. Und ich dachte mir damals, eigentlich ist dieser Wahnsinn nicht zu toppen. Ja? Es kam dann natürlich schlimmer. Heuer im Frühjahr waren es dann über 20.000 Menschen, die dort untergebracht waren. Und derzeit immer noch um die 12.500, 13.000. Man muss wissen, dass davon ein Drittel Kinder sind. Also derzeit sind auf der Insel 4.000 Kinder. Und nicht nur die 450 unbegleiteten Minderjährigen. Wird da jetzt was übersprungen? Na, passt schon. Die EU. Es geht nicht immer, Geld ist nicht allein das, was hilft. Die EU hat seit 2015 an Griechenland für die Flüchtlingsfrage mehr als 2 Milliarden Euro bezahlt. Im Camp stand diese Tafel, die auf die hohen EU-Förderungen hinweist. Und ich habe das immer als Hohn empfunden, wenn ich da vorbeigehen musste. Und was schon gesagt worden ist, es gab eine Toilette damals für 100 Personen, eine Dusche für 300 Personen. Es gab keinerlei Zugang zu elementarer Grundversorgung. Die Toiletten und Duschen haben meistens auch gar nicht funktioniert. Es gab nur fallweise Fließwasser, stundenweise. Manchmal quollen dann die Sanitäranlagen über. Und die ganze Brühe ran die Straße entlang und da konnte man drin warten. Und die Infrastruktur hat sich nicht verbessert,
seit ich dort war. Also mit 20.000 Menschen waren nicht mehr Toiletten, Duschen und so weiter dann vorhanden. Die Menschen sind dort in Zelten notdürftig untergebracht oder in überbelegte Container gestopft, kann man sagen. Wenn es regnet, sind sie komplett durchnässt. Die Kinder spielen im Schlamm oder im Staub, je nach Witterung, immer zwischen dem Müll. Ja, die Menschen müssen sich für das sehr oft ungenießbare Essen stundenlang anstellen, jeden Tag. Und was für mich am schlimmsten war, ist, dass sie in ständiger Angst dort leben. Angst davor, abgeschoben zu werden, Angst vor den Gewalttätigkeiten, die aufgrund der Anspannungen ständig passieren, Angst vor sexuellen Übergriffen, was dazu führt, dass Frauen in der Nacht überhaupt nicht die Toilette aufsuchen können. Vor allem Angst, was mit ihnen weiter passiert. Die Corona-Epidemie hat nun leider die Situation massiv verschärft, insbesondere für die hunderte Menschen, die auch von Ärzte ohne Grenzen dokumentiert worden sind, die zur Hochrisikogruppe gehören. Das sind Alte und Menschen mit chronischen, schweren Erkrankungen, die im Lager eingesperrt waren. Also man kann sich vorstellen, normale Hygieneregeln wie Abstand halten, Hände waschen, ist unmöglich dort. Zuletzt, wie schon erwähnt worden ist, kam eine Wasserentnahmestelle auf 1300 Personen. Ärzte ohne Grenzen hat im Mai ein Corona-Zentrum errichtet neben dem Lager, um Patienten mit Covid-19-Symptomen zu versorgen und zu testen und die zu versorgen, bis dass, der Test negativ sich herausgestellt hat. Das wurde aufgrund von Behördenwillkür im August wieder geschlossen. Und gerade am 3. September gab es dann den ersten Corona-Fall im Camp. Vorher gab es keinen positiven Fall im Lager. Die Menschen waren aber eingeschlossen im Lager, konnten nur raus zu ganz triftigen Gründen. Und man muss sich vorstellen, wie bei uns der Lockdown war. Die Menschen waren wirklich fast ein halbes Jahr, hatten die Ausgangssperre. Und was früher möglich war, dass sie mal spazieren gingen außerhalb und ein bisschen diesem Lager entkommen sind, ja, war dann überhaupt nicht mehr möglich. Seit Anfang September gibt es nun den ersten Covid-19-Fall. Mittlerweile sind sehr viele mehr Infizierte. Es wurden aber dann keine dringend notwendigen Maßnahmen ergriffen, sondern eine Massenquarantäne wirklich seelisch zusammengebrochen. Wie ich dort war, und die Katharina hat mir bestätigt, das ist nach wie vor so, es gibt ganz viele schwerst traumatisierte Patienten dort, schwerst psychiatrisch, mit schwersten psychiatrischen Folgen. Sie sehen hier eine kurze Statistik, die ich erstellt habe für einen Quartalsbericht damals. Sie sehen, 64% der Patienten litten unter schweren posttraumatischen Belastungsstörungen, ein weiterer Teil unter schweren Depressionen und Angststörungen. Im Bild links sehen Sie einen jungen Mann, der in Selbstmordabsicht einen Hochspannungsmasten hinaufgeklettert ist. Er wurde wieder heruntergeholt, kann ich Ihnen versichern, von den Umliegenden. Aber wir hatten neben diesen akut selbstmordgefährdeten Menschen, ganz viele auch, die sich schwerstens selbst verletzt haben, weil sie einfach mit dem Leid und der Anspannung nicht mehr anders zurechtkommen konnten. Ja, diese Hilfe durch die anderen und dass die immer wieder auch die mit Kolleginnen und Kollegen bewahrt haben davor, dass sie sich umbringen. Das war für mich so der Lichtblick im Lager, neben dem ganzen Schrecken im Camp, dass es trotzdem immer wieder Menschen gab, die den anderen geholfen haben,
Und die neben in der, inmitten der ganzen Unmenschlichkeit ihre Menschlichkeit nicht verloren haben. Es waren damals so viele Patientinnen und Patienten mit schweren psychischen Störungen, dass wir überhaupt nicht dem Bedarf nachkommen konnten. Und wir mussten dann nach einer Überlastung von der Klinik beschränken auf wirklich schwerste psychiatrische Erkrankungen und akut suizidgefährdete, selbstmordgefährdete und Patienten mit akuten psychotischen Symptomen. Wir waren ein sehr tolles, multidisziplinäres Team und konnten natürlich bewirken, dass sich die Menschen besser gefühlt haben mit der Behandlung. Was sie aber wirklich dringend gebraucht hätten, wäre ein Ort, wo ihre Grundbedürfnisse gedeckt sind, wo sie sein können ohne Angst, ein Ort, wo sie einfach in Sicherheit leben können. Ja? Und was für diese Erwachsenen so notwendig gewesen wäre, ist natürlich umso wichtiger für die Flüchtlingskinder, über die Ihnen jetzt Katharina berichten wird, über die Situation der geflüchteten Kinder und ihre Arbeit dort. Dankeschön. Dankeschön. Also guten Abend. Ich wollte mich entschuldigen, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, also werde ich wahrscheinlich viele Fehler machen und hoffentlich werden Sie mich verstehen. Wenn nicht, sagen Sie bitte Bescheid. So, ich wollte sowas über Kinder sagen, weil in Moria gibt es sehr, sehr viele Kinder und die Service für Kinder sind nicht so viel entwickelt, wenn man über psychologische Behandlung spricht. So, in Moria Pädiatrische Klinik hatten wir drei Sorten von Kinderpatienten. Die ersten waren Kinder, die Eltern hatten, ein oder beide Eltern. Dann waren dort ganz viele Kinder, die Eltern nicht mehr haben oder hatten. Und dort in Moria mit Erwachsenen, die um diese Kinder kümmern, sie waren dort mit diesen Erwachsenen. Aber es waren dort auch viele, viele Kinder, die unbegleitete waren, also unbegleitete minderjährige Kinder. Und dort waren wieder zwei Sorten. Die Kinder, die mehr Glück gehabt haben, waren in Sektionen. Also es war ein Spezialplatz in Moria Lager, wo diese Kinder lebten zusammen, Sektion A und Sektion B. Und dort waren ungefähr 8 oder 9 Räume und in jedes Raum war ungefähr 20 oder 25 Kinder zusammen. Aber es gab ganz viele Kinder, die gar keine Unterstützung gehabt haben und sie waren irgendwohin in Lager. Ganz oft waren sie auch ohne Zelten. Also das war super schwierig, wenn diese Kinder im Winter gekommen sind und sie haben gesagt, ja, es ist super kalt, ich habe keinen Schlafsack, ich habe keinen Zelten. Und ich konnte nur sagen, ja, das ist schrecklich. Und dann habe ich gesagt, ja, du musst zurückgehen. Das war ungefähr schwierig und wir waren nicht so erfolgreich, wenn wir wollten, diese Kinder irgendwohin, in einen Platz für diese Kinder finden. Hier habe ich geschrieben, was für ein Symptomen oder über was haben die Kinder oder Eltern gesprochen. Die drei häufigsten waren Schlafstörungen mit Albträumen, Enuresis und Aggressivität. Ich würde sagen, dass 99% von Kindern oder Eltern haben darüber gesprochen. Und die anderen, die zwei letzten, die ich hier geschrieben habe, das waren natürlich die ernsten Sachen. Und das waren ganz viele Kinder, die über selbstverletzendes Verhalten gesprochen haben. Ganz oft sind sie auch ins Klinik gekommen und sie hatten viele Stritten gehabt. Ab und zu war es auch nötig, es zu nähen. Also es war echt tief und
schrecklich. Und ganz viele Kinder, nicht nur Adoleszenten, aber auch kleine Kinder haben über selbstmörderische Gedanken gesprochen. Und ganz oft hat es auch passiert, dass jemand mit einem Kind gekommen ist, das auch Versuche gehabt hat. Ah, Enuresis, Entschuldigung, danke schön. Enuresis, das ist das, die Kinder. Das sind Bettnässer. Ah, ja, das ist ein sehr häufiges Symptom, wenn Kinder traumatisiert sind. Genau, und das passiert auch nicht nur, die Kinder haben darüber gesprochen, aber auch die Adoleszenten, also Jungen, die 13, 14, 15 Jahre alt waren. Und wenn sie in Sektion gelebt haben, wo andere 20 Kinder waren, das war so schrecklich für diese Kinder. Sie waren so geschämt und wieder traumatisiert, weil, ja, das ist echt schwierig. So, wie wir schon gesagt haben, diese Kinder waren sehr oft traumatisiert und wieder haben wir wie drei Sachen darüber, diese Kinder gesprochen haben, wenn es um Trauma geht. Sie waren traumatisiert im Heimland wegen Krieg, wegen Gewalt. Sehr viele Kinder haben sehr stark gearbeitet im Heimland oder Heimland, Entschuldigung, oder in ein anderes Land, durch die sie nach Griechenland gekommen sind. Dann durch den Weg hat es sehr oft passiert, dass sowas super Schlimmes passiert. Wieder war es ein großes Problem mit Gewalt von Polizisten, vom Arm von und auch von Smugglers. Ich würde sagen, dass von meinen Patienten, ich habe sehr viel mit Adoleszenten gearbeitet, die ohne Erwachsenen dort waren, also alleine. Und ich würde sagen, 80, vielleicht auch 90% waren Opfer von sexueller Gewalt, die Jungen. Also sehr viele Kinder. Dann ganz oft ist sowas Schlimmes auch in Moria passiert, wieder Gewalt oder sexuelle Gewalt. Und auch die Situation, die ganze Situation, wenn Leute in Angst leben, wenn zum Beispiel war Kinder, die sagen, ja, du bist die einzige Person, die mit mir in einer Woche gesprochen hat, mich gefragt hat, was ist los, was ist passiert. So, die Moria war auch ein Trauma, also Plätze, wo man einfach retraumatisiert kann sein. Ja, schnell. Entschuldigung. ich wollte nur auch sagen, dass viele Symptome, darüber wir gesprochen haben, sind häufige Traumareaktionen. Und leider konnten wir nicht mit allen Kindern arbeiten. So, wir müssten sehr, sehr schwierige Priorisation machen. So, das haben wir hier geschrieben, was für eine Kinder wir einnehmen können, könnten. Normalerweise mussten die Kinder sehr lange warten. Aber wenn sowas passiert wie selbstverletzendes Verhalten oder sexuelle Gewalt, dann war es ganz direkt. Wir haben mit Kindern individuell gearbeitet und dann haben wir auch die Gruppen für Mutter geöffnet, weil mit kleinen Kindern haben wir nicht so oft gearbeitet. Das dauert so viel Zeit und wir könnten leider nicht so lange mit diesen Kindern arbeiten. Und ich wollte Ihnen auch ein paar Bilder zeigen. Diese Bilder haben wir mit meinen Patienten gemacht. Dieses Bild war gemacht von einem Mädchen, die 11-jähriges alt war. Dieses Mädchen hat sehr viel Depression-Symptomen gezeigt. Sie hat gar nicht geschlafen in der Nacht und fast immer in der Nacht oder durch den Tag geweint. Und sie hat sehr interessante Bilder gemalt oder gezeichnet. Hier sehen Sie Lage und dann gibt es auch mehr. Und dort gibt es ein Schiff.
sehen Sie das Schiff? Und sie hat gesagt, ich wollte gerne das Lager verlassen, aber ich weiß, dass ich keine Chance habe, zu diesem Schiff zu kommen. So, wir haben darüber zusammen so gearbeitet, dass ich sowas gemalt habe oder gezeichnet habe. Und dann hat dieses Mädchen darüber nachgedacht, dass es passieren kann oder dass es, dass sie nicht so ohne Hoffe ist. So, hier haben wir eine Brücke gemalt, das hilft, wenn Leute aus dem Lager nach einem Schiff gehen. Noch eine Sache, Eine, muss ich okay. weitermachen? Sie, Bitte. hier sind weitere Bilder, aber ich zeige ein anderes Bild. Wir haben ganz oft auch mit Tieren gespielt und die, hier ist ein Bild von ein sechsjähriges alt, nicht Mädchen, aber was sie gemacht haben, hat diese alle Tieren sind die Mitglieder von ihrer Familie und sie hat gezeigt, wie sie leben. So, sie können sehen, dass das ist alles durch an eine und das ist sehr schwierig. Entschuldigung, ich habe ganz Nein. langsam gesprochen. Ja, wir gehen weiter. Eins noch. Hä? Tut mir Nee, das habe ich nicht gut geguckt. Ein letztes Bild. Ich wollte nämlich nur ganz kurz sagen, wie es derzeit ausschaut. Das Lager ist abgebrannt und mittlerweile sind mehrere Tausend auf einem Straßenabschnitt zwischen Moria und Mytilini. Die Leute sind in ziemlich brütender Hitze dort, weil es noch mehr als 30 Grad oft hat. Sie haben kaum Wasser, kaum Essen, schon gar keine medizinische Versorgung. Und das mitten in Europa, wollte ich sagen. Also das ist wirklich unvorstellbar. Da befinden sich jetzt Tausende von Kindern, schwerst traumatisierte Menschen. Hunderte von kranken und alten Menschen inmitten dieser nach wie vor stattfindenden gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Geflüchteten, Flüchtlingsgegnern, Polizisten. Es gibt so Meldungen von unseren Teams, zum Beispiel von einem neugeborenen Baby, das in die Klinik gekommen ist mit hohem Fieber, das über 4 Tage mit der Mutter auf dem Asphalt geschlafen hat. Die Mutter hatte kaum was zu trinken. Es wurde mittlerweile ein Lager von der UNHCR errichtet mit Zelten auf einem alten Schießübungsplatz. Und das sind am Sonntag um die 1000 Personen hingekommen, Familien mit Kindern. Viele haben aber Panik, dort in das Lager zu gehen. Der Grund ist, dass sie extreme Ängste haben, wieder in einem Moria 2 zu landen. Und ich denke, die Gefahr ist relativ groß. Es wird diskutiert, dieses Lager wieder zu schließen, ein geschlossenes Lager zu machen. Die können dann wieder nicht mehr raus. Und sie haben alle das Vertrauen verloren in die griechischen Behörden, dass da wirklich jetzt menschenwürdige Zustände herrschen, was über 4 Jahre nicht gelungen ist. Ja? Und das ist der Grund, warum manche sagen, sie bleiben jetzt lieber, bis das irgendwas anders passiert. Es kommt dazu, sie haben auch keine Informationen, was passiert. Sie hören nur immer, sie müssen in das Lager. Und da ist reines Chaos. Ja? Das heißt, was so extrem notwendig ist, ist natürlich jetzt diese unmittelbare Nothilfe, dass die Leute was zum Trinken, zum Essen kriegen, medizinische Versorgung und einen sicheren Ort bekommen, aber auch eine sofortige Evakuierung der Menschen, die besonders schutzbedürftig sind. Und wieder, Ärzte ohne Grenzen hat viele Fälle dokumentiert, die schon bisher oder wo es einfach nicht möglich ist, auf Lesbos diese medizinische Behandlung zu erhalten. Die brauchen Operationen, die brauchen spezielle medizinische Behandlungen.
Und das kann die Insel nicht bieten, weil auch dort die Bewohner nach Athen oder weiß Gott wohin sonst geflogen werden. Also es ist ganz dringend, dass wirklich diese Evakuierung der besonders schutzbedürftigen Menschen stattfinden kann. Jetzt kürze ich alles und sage danke für Ihre Aufmerksamkeit.